Grüßt euch, Freunde des Facebooks. Mein Name ist Roy, agierend unter dem Namen Freddy Fotografie und starte heute mein erstes Video. Und ich hatte gestern eine Session mit Cham, DJ Cham SK, VJ Cham SK. Ich erkläre das kurz, er legt Videos auf VJ. Erkläre ich aber auch gleich nochmal im Video. Tja, ich will euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was ich so ein bisschen mache. Ich hoffe, dass ich das regelmäßig hinkriege. Und Raphael hat mich begleitet, er hat das Ganze gefilmt. Wenn ihr Bock habt auf ein Shooting, schreibt mich einfach an, sagt mir Bescheid. Sagt mir, worauf ihr Bock habt, worauf ihr keinen Bock habt. Und wir lassen ein bisschen unsere Ideen fließen, ja. Denken uns zusammen was Schönes aus und da werden wir uns schon einig auf jeden Fall. Und tja, was bleibt mir noch übrig zu sagen? Ich will euch gar nicht lange volllabern. Ihr werdet hoffentlich in nächster Zeit viele Videos sehen, was ich so mache, wie das abläuft und tja. Meistens ist das Ganze einfach mit viel Spaß verbunden und ist das Wichtigste. In dem Sinne, schaut rein, viel Spaß damit. Adieu. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir sind heute im Oso. Da oben ist der Garne Cham, beste DJ, den ich kenne. Von der Position her gut, die Platten sind nicht in der Luft, ne? Ne, die sind nicht, nicht ganz. Aber trotzdem sieht das irgendwie cool aus. Ja, finde ich. Finde ich auch. Cool eigentlich. Weißt du, so, dein Gesicht ist so angestrengt, aber das ist cool. Kannst du nicht das Kopf auch schon einfach auf den anderen Platten? Ach, bist du zufrieden damit? Ja, das ist gut, aber... Cham ist zufrieden, aber... Nur diese scheiß Platten, da hätte ich doch meine Platten nehmen sollen. Aber... Das machen wir jetzt, genau diese Position ist nicht schlecht. Mhm. Das ist immer so schwierig, die Leute zufrieden zu stellen. Nein, ich bin echt zufrieden mit dem Burschen. Und hier gehen richtig geile Partys ab, richtig geile Partys. Ja! Cham zum Beispiel legt auf und er We gonna make it through these hard times, even though they go when they come. You're absolutely right, but something happened to me on last Tuesday night. It's plain as day, man. They with this world trade, no brave ain't the word I'm looking for. Ya better make it hope when nothing seems to matter. That's when, see, everything can go any which way. Look at me, folks, see the Henny with the J, front post chilling, bro. Country folk, man. Das war auch schon Video Nummer 1. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Was wollte ich noch sagen? Genau, ihr habt vielleicht gemerkt, Facebook verändert die Qualität bzw. verschlechtert die Qualität der Bilder ungemein. Es ärgert mich ein bisschen. Ich werde versuchen, das in Zukunft in den Griff zu kriegen, dass ich es auch noch auf anderen Seiten hochlade. Und ja, lasst euch davon nicht beirren. Genießt die nächsten Tage. Ich hoffe mit euch, dass wir ein bisschen Sonne kriegen. Bleibt auf dem Laufenden und adieu zum zweiten, Digga. Tschüss.